Alle bitte Ruhe. Werfen wir noch mal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Dank der fleißigen Arbeit der 5. Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden. Erstens, der Sora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Strom. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Wenn der Sora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen soll. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Sora Magdaros erlegen. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen. Nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Sora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Dann könnten wir der Explosion entgehen. Und die freigesetzte Bioenergie erschaffte im Meer ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg abbringen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Einen sehr großen Plan. Ist das das, für das ich es halte? Haha, jetzt wird's interessant. Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Schön, hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben. Es ist mit der neuesten Anti-Drachen-ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Sora Magdaros aufs offene Meer zu treiben. Jäger, es geht los. Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Sturm. Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen. Wir müssen das schaffen. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Und jetzt Bewegung. Zeit, den Sora Magdaros zu verabschieden. Für uns alle. Hör mir zu. Möge der Saphirstern dir den Weg weisen. Jawohl. Nichts kann uns aufhalten.
In Ordnung. Gehen wir den Einsatz durch. Die unterirdischen Kanäle, die der Sora Magdaros benutzt, gehen ziemlich tief hinunter. Wir haben einen Versuch, ihn hier umzulenken, wenn er auftaucht. Wenn wir ihn entkommen lassen, ist er für immer außer Reichweite. Und deswegen hole ich die großen Waffen raus. Das ist der Drachenspeer. Damit wehren wir den Sora ab und lenken ihn auf die offene See. Das Ziel wird uns mit voller Wucht treffen. Ihr müsst ihn also weichklopfen und auf Distanz halten. Seid unnachgiebig. Habt ihr verstanden? Ja, klar. Noch eine Sache. Der Nergigante dürfte auch auftauchen und uns in die Quere kommen. Wenn das passiert, dann müsst ihr ihn stoppen. Der gesamte Einsatz hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt. Ich zähle auf euch. Hör Stufe raus. Melde dich, wenn der Nergigante im Anmarsch ist. Der Sora kommt. Bewegung! Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht. Ich will überall aufladen. Kämpft mit Courage und Köpfchen. Jäger, wir müssen den Sora Magdaros schwächen. Gebt alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Zerstöre die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Du schaffst das! Sei vorsichtig! Okay, du bist auf dem Panzer des Sora. Zerstöre die Magmakerne, um den Sora Magdaros zu schwächen. Der Erfolg des ganzen Einsatzes hängt davon ab, ob wir es schaffen, das Monster genug zu schwächen. Magmakerne gefunden!
Halte nichts zurück! Bis er nachgibt. Wir können nicht zulassen, dass er seine Energie freisetzt. Jetzt! Feuer!